Bereichs. Bauingenieure berechnen so etwas täglich. Es handelt sich dabei nicht um Raketentechnik. Man nimmt das einem bekannte Gewicht dieser Gebäudemasse und den Widerstand, den die darunterliegenden Säulen bekanntermaßen hätten bieten sollen. Man stellt das Gebäude hier oben hin, lässt dieses Modell darauf fallen und berechnet, wie hoch der Widerstand ist. Warum haben Sie das nicht gemacht? Kann es sein, weil Sie sehr wohl wussten, dass die Gebäude nicht eingestürzt wären? Moment, wie war nochmal der Titel dieses Berichts? Endbericht über den Einsturz der World Trade Center Türme. Man hätte ihn jedoch eher Endbericht über die Einleitung des Einsturzes nennen sollen. Sie werfen sogar ihre eigene Theorie über den Haufen. Sie antworteten auf einen unserer Briefe, in dem einige von uns nach Richtigkeit verlangten und auf deren angemessenes Ergebnis wir bis heute warten. Wir sind unfähig, eine abschließende Erklärung für den totalen Einsturz der Zwillingstürme zu liefern. Dankeschön, das sehen wir auch so. Jim Hoffman, der schrieb, wie bastel ich mir eine Fata Morgana, Nits drei Jahre dauernde 20 Millionen Dollar teure Vertuschung des Verbrechens dieses Jahrhunderts, dokumentierte darin die zahlreichen unbegründeten Annahmen. Er bezeichnete den Bericht als Berg der Ablenkung. Sie werden das niemals alles lesen. Von den 10.000 Seiten behandeln 1.000 Seiten den Nachbau der Flugzeuge. Gerade einmal eine halbe Seite widmet sich ihrer Kernvermutung, der von einem gewöhnlichen fortschreitenden Kollaps. Wie kann er gewöhnlich sein, wenn er sich so noch nie zuvor in der Geschichte ereignet hat, als würde jedes Mal ein nachgebendes Element in einem Stahlgebäude den Rest zum Einsturz zwingen? Er berichtet über erschreckende Unterschlagungen und ungeheure Lügen, mit denen Sie sich vertraut machen sollten, wenn Sie etwas mehr Zeit haben. Und über die zurechtgefuschten Computersimulationen. Sie stellen die unrealistischen Szenarien C und D den realistischen Szenarien A und B gegenüber. In Szenario A und B stürzten die Gebäude nicht ein, also erhöhten sie die Flugzeuggeschwindigkeit und reduzierten die Stärke des Bauwerks. Sie erhöhten die Treibstoffmenge und nahmen alle Anpassungen vor, bis sie bei einem weniger realistischen Szenario angekommen waren, dem gegenüber sie anscheinend offener waren und welches das Computermodell zum Einsturz gebracht hätte. Bauingenieure schimpfen auf NIST, weil sie sich weigern, das Anschauungsmaterial zu veröffentlichen. Es ist eine Blackbox, aus der man an keine dieser Daten gelangen kann. Dies waren öffentliche Gebäude, zumindest bis drei Monate vor 9/11, und es sollte auch eine öffentliche Untersuchung sein. Denn ganz eindeutig war dies ein öffentliches Ereignis. Der ehemalige Chef der Fire Science Division, Dr. Quintieri, fordert eine unabhängige Prüfung der World Trade Center Untersuchung. Sieh wirklichen Alternativen an, die die World Trade Center Zwillingstürme möglicherweise zum Einsturz brachten. Gibt es vielleicht Insider, die geheimes Wissen preisgeben? Die gibt es. Kevin Ryan wurde entlassen, weil er die Tatsache an die Öffentlichkeit brachte, dass NIST die Labore der Versicherungsgeber beauftragte, um Tests durchzuführen. Und diese Tests zeigten, dass die Gebäude stehen geblieben wären. Tatsächlich gab es vier nachgebaute Modelle mit einer Spannweite von 54 Fuß, je 17 Fuß und 35 Fuß lang, die wie die Zwillingstürme mit Feuerschutz und Bodenplatten ausgestattet waren. Nun entzündete man nach dem Standard von ASTM E119 ein 2000 Grad Fahrenheit heißes Feuer darunter und verdoppelte das Gewicht, das auf den Zwillingstürmen lastete. Was ist passiert? Kein einziger Träger gab nach. Dies sind die vier Tests, bei denen die Durchschnittstemperatur der Stahlträger bei über 1100 Grad Fahrenheit lag. Die Fußnote Nummer 3 besagt, dass es zu keinem Nachgeben kam. Tatsächlich gab es nur eine Verformung von 3 Inches. Was tat NIST mit den Daten aus diesen Experimenten? Sie verwarfen sie und behaupteten, es hätte eine Verbiegung um 42 Inches gegeben. Dies ist mehr als das Zehnfache des Wertes, der bei den Experimenten gemessen wurde. Gibt es Bestätigung von Experten? Hier sagt der Sprengstoffexperte Van Romero, es lief zu systematisch ab, um das mögliche Ergebnis eines mit dem Bauwerk kollidierten Flugzeugs gewesen zu sein. Nachdem die Flugzeuge die World Trade Center getroffen hatten, gab es meiner Meinung nach einige Sprengstoffvorrichtungen in den Gebäuden, welche die Türme zum Einsturz brachten. Van hat diese Aussage zurückgezogen, nachdem er einen beträchtlichen Zuschuss von der Regierung erhalten hatte.
Mike Taylor, ein Sprengstoffexperte, sagte, es sah wie eine klassische kontrollierte Sprengung aus. Der Einsturz der WTC-Türme spiegelte die Vorgehensweise wider, die Abreißerexperten anwenden. Was sagte dieser Bauingenieur, Ronald Brookman? Explodierende Staubwolken und Trümmerteile, die sich horizontal und vertikal nach oben bewegen, als der Einsturz von WTC 1 und 2 beginnt, sehen ganz und gar nicht nach durch Hitze und Erdanziehungskraft bewirkte Kollapsmechanismen aus. Warum war der vollständige Einsturz der Zwillingstürme unvermeidlich? Warum sollten die 110 Stockwerke in nur 10 Sekunden senkrecht einstürzen und dabei alles pulverisieren, was sich in ihnen befand? Die Frage, warum die Türme vollständig einstürzten, geht im offiziellen Bericht nichts und niemand nach. William Rice ist Bauingenieur und ebenfalls Mitglied von Architects and Engineers for 9/11 Truth. Die vorherrschende Theorie will uns weismachen, dass beide Zwillingstürme unerklärlicherweise von selbst eingestürzt sind und dabei noch die 287 massiven Stahlsäulen auf jedem Stockwerk in Freifallgeschwindigkeit zerschmetterten, als hätte das massive, mehr als 100.000 Tonnen Gewicht tragende Stahlgerüst darunter überhaupt nicht existiert. Was sagte David Scott, ein weiterer Bauingenieur, der AE von 9/11 Truth unterstützt? Ein Einsturz in nahezu Freifallgeschwindigkeit verstößt gegen die Gesetze der Physik. Den sollten Sie sich merken. Was sagte Scott Granger, Brandschutzexperte und Unterstützer von AE 9/11 Truth? Alle drei Einstürze gleichen sich in Form und Ablauf. Natürliche Einstürze aufgrund von unvorhergesehenen Ereignissen können niemals gleich sein. Was sagte Edward Muniak, ein Brandschutzexperte, der heute Abend hier anwesend ist? Die Feuer waren sehr schwach, der Sauerstoff ging zur Neige, wie der schwarze Rauch beweist. Die Temperatur des Stahls war niedrig. Alle drei WTC-Einstürze haben keine Ähnlichkeit mit irgendeinem früheren Hochhausbrand. Was sagte Mathis Levy, der später zum Team der Katastrophenschutzbehörde stieß? Wenn man schon mehrere geplante Gebäudesprengungen gesehen hat, bei denen man das Gebäude zerstört und senkrecht zum Einsturz bringt, indem man die senkrechten Säulen gleichzeitig versagen lässt, dann ist einem sofort klar, dass dies genau das ist, wonach es aussieht und was geschehen sein muss. So hat es sich ereignet. Was genau geschah dann, Mathis, nachdem Sie zum Team der Katastrophenschutzbehörde gestoßen sind? Sind Sie Ihrer anfänglichen Vermutung, dass es sich hierbei um eine kontrollierte Sprengung handelt, nachgegangen? Nein. Ebenso wenig wie dieser Herr, Ronald Hamburger, der sich auch dem Team der FEMA anschloss, nachdem er zuvor noch gesagt hatte, mir schien, als wären Sprengladungen im Gebäude angebracht worden. Nie nach einer kontrollierten Sprengung geforscht? Gab es jemanden, der Vorwissen über die Zerstörung der beiden Türme hatte? FEMA war am 10. September 2001 wegen einer Katastrophenübung namens Tripod 2 vor Ort. Es waren mehrere hundert Leute von der Katastrophenschutzbehörde, der Regierung und vom Büro für staatliches Notfallmanagement hier und bereiteten sich auf eine Übung für einen biochemischen Anschlag im Zentrum Manhattans vor. Das sagte Rudolph Giuliani. Tom Kenny von der Katastrophenschutzbehörde sagte, wir kamen am späten Montagabend an und begannen gleich am Dienstagmorgen mit unserer Übung. Zufall? Vielleicht. Bürgermeister Rudolph Giuliani. Als ich am Ort des Geschehens eintraf, stellte unser Hauptquartier in der 57. Berkeley Street auf, denn es lag direkt um die Ecke und der Polizeipräsident und der Brandkommissar waren vor Ort. Und wir arbeiteten dort, als man uns mitteilte, dass die Türme einstürzen würden. Von wem erhielten Sie diese Warnung? Haben Sie die Feuerwehrmänner und Frauen darüber informiert? Wie Sie heute sehen konnten, gibt es eine Unmenge von Videobändern. Sie sahen die Eigenschaften einer kontrollierten Sprengung und die Ausnahmen, die untypisch für einen gewöhnlichen geplanten Abriss sind. Kein einziges dieser Merkmale kann auf Feuer zurückgeführt werden. Geschweige denn, dass alle 10 gleichzeitig auftreten. Wir haben handfestes Beweismaterial, welches die Hypothese von einer kontrollierten Sprengung untermauert. Der Nachweis ist über jeden Zweifel erhaben. Wenn Sie mir bis hierhin zustimmen, haben Sie ein gewaltiges Problem. Es wäre für Sie sehr viel einfacher, Ihrer menschlichen Natur nachzugeben, sofort in einen Zustand der Lähmung zu verfallen und nichts zu unternehmen, denn die Folgen werden sich auf Ihr ganzes Leben auswirken. Wenn wir Ihnen diese berechtigten Fragen stellen, würden Sie antworten, unsere Regierung würde uns das niemals antun. Nun ja, wir behaupten auch nicht, dass die Regierung das war, aber es gibt jemanden, der dafür verantwortlich ist. Jemand, der eine Position innerhalb der Regierung innehatte. Wir wissen nicht, bis in welche Instanzen hinein sich das erstreckt oder wie viele davon wussten. Ich hätte bereits davon gehört. Heute Abend haben Sie davon gehört. Ich habe erst vor gerade einmal 2 Jahren davon erfahren. So lange hätte man es nicht geheim halten können. Das Manhattan Project umfasste mehrere tausend Personen und blieb für sehr lange Zeit ein wohlgehütetes Geheimnis. Ich bin kein Sprengstoffexperte. Moment mal. Ich bin das genauso wenig. Aber Sie sind die Jury und Sie haben die Verpflichtung, ein Urteil zu fällen. Schuldig oder nicht schuldig, lautet diese Entscheidung normalerweise. In diesem Fall lautet sie jedoch kontrollierte Sprengung oder Feuer. Sie müssen diese Informationen gründlich verarbeiten, eine Entscheidung treffen und handeln.
Ich kann Ihnen sagen, was Sie tun können. Die Entscheidung dazu zu treffen, ist das Schwierige dabei. Nicht. Es ist einfach zu schrecklich. Ich möchte noch nicht einmal darüber nachdenken. Ich habe das alles heute Abend nicht wirklich gesehen. Die schlimmste Form.